Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen auf meinem Kanal und zu einem neuen Video. Heute gibt es endlich mal wieder eine Rezension und Leute, ich sag's euch, ich habe jetzt endlich rausbekommen, wie das funktioniert, dass mein Handy nicht die ganze Zeit die Helligkeit ändert. Ich hoffe, das bleibt auch so. Wir reden heute über ein Buch, das auf meiner 24/24 Liste steht, Teil 1 und Teil 2. Ich stelle euch erstmal nur Teil 1 vor, weil es tatsächlich zwei verschiedene Bücher sind. Obviously, aber ich meine, egal. Ich sag euch, worum es geht. Es geht um Kingsbridge, nicht Teil 1, aber es ist die Vorgeschichte zu Die Säulen der Erde. Und es gibt eben noch ein zweites Buch, das heißt Die Waffen des Lichts. Und das ist die Geschichte nach der Die Säulen der Erde Reihe. Und dementsprechend sind es nicht wirklich zwei Teile einer Reihe, aber die gehören halt alle zusammen in dieses Universum. So, und heute geht es um Kingsbridge. Das einige hundert Jahre vor Die Säulen der Erde spielt. Es geht hauptsächlich um den jungen Bootsbauer Edgar, der bei einem Überfall auf sein Dorf seinen Vater verliert und zeitgleich halt auch die Bootsbauerei. Und er hatte eigentlich sowieso vor, das Dorf zu verlassen mit seiner Geliebten, die in diesem Überfall aber leider auch den Tod findet. Und er muss das Dorf jetzt mit seiner Mutter und seinen beiden Brüdern verlassen. Er bekommt aber einen Gutshof zugeteilt, der aber kaum zu bewirtschaften ist. Und die Familie ackert sich wirklich durch, um zu überleben und findet in dieser neuen Gemeinde eben ein neues Zuhause. Und Edgar trifft dann im Laufe seines Lebens auf immer mehr wichtige Leute, die er von seinen Fähigkeiten überzeugen kann, denn er ist sehr einfallsreich, er ist ein sehr, sehr guter Baumeister, der nicht nur Boote bauen kann, sondern halt auch viele andere innovative Ideen mitbringt und dadurch nicht nur einer wohlhabenden, wichtigen Person weiterhilft. Und dadurch entwickelt er sich natürlich auch selbst gesellschaftlich immer weiter und trifft auf viele verschiedene interessante Persönlichkeiten. Da haben wir wieder einen Kleriker und eine adlige Dame und verschiedene andere Leute, denen er so über den Weg läuft und die Teil seines Werdegangs sind. Ich will jetzt nicht zu sehr darauf eingehen, denn wer die Säulen der Erde kennt, der weiß, dass es quasi in dem ganzen Buch darum geht, wie Edgar von jung bis alt so durchkommt. Und hier wird eben die Vorgeschichte zu Kingsbridge erzählt, wie aus einem einfachen Dorf Kingsbridge wird. Und Edgar spielt eben eine sehr, sehr tragende Rolle. Wir haben hier auch wieder die für die Säulen der Erde super typischen Punkte, wo Korruption und Vetternwirtschaft und sowas eben ans Licht kommt und wo es in der Kirche ganz tolle Menschen gibt, aber auch ganz schreckliche, fiese und welche, die nur nach oben streben und wo es halt dann, weiß ich nicht, sehr nette Adlige gibt und wiederum die, die nur versuchen, selber an die Spitze zu kommen. Und wir treffen hier auch auf viele historische Ereignisse, die... Ich weiß natürlich nicht genau, in welchem Rahmen die gut recherchiert sind, aber ich kenne den Autor, ich vertraue darauf, dass er das wieder sehr gut recherchiert hat. Es geht hier viel um das Vordringen der Wikinger, aber nicht wirklich Wikinger, sondern der Dänen, die nach England oder in England einfallen und eben zurückgeschlagen werden müssen. Und deswegen kommt es halt auch immer wieder zu Schlachten und so weiter. Das ist so ein bisschen das, worum es geht in Kingsbridge. Ich bin so ein bisschen durcheinander wegen dem anderen Teil auch noch, wer jetzt wo war und wie und keine Ahnung. Auf jeden Fall, ja, war ich so ein bisschen skeptisch wegen des Hörbuchs. Ich habe es tatsächlich als Hörbuch gehört. Wenn ihr Lust habt, mal ein bisschen mehr zu hören, dann könnt ihr unten in der Infobox mal reinschauen. Da gibt es einen Link zu Storytel. Das ist ein Streamingdienst für Hörbücher und E-Books. Da kann man mit einem monatlichen Festbetrag so viel hören und lesen, wie man möchte. Oder man zahlt etwas weniger und hat dann nur eine gewisse Anzahl Hörstunden oder Seiten zur Verfügung monatlich. Ich finde die App wirklich super gut und die Auswahl ist riesengroß. Und mit dem Link unten könnt ihr das Ganze 45 Tage kostenfrei testen, was ich ein super Angebot finde. Allerdings habe ich Kingsbridge dort nicht gehört, denn die Auswahl ist häufig eher auf Jugend und New Adult und Fantasy bezogen und nicht so sehr auf diese Art Bücher. Ich habe das Hörbuch bei Audible aber gehört und
Ich war sehr begeistert davon. Ich finde den Sprecher super. Ich habe, glaube ich, auch den dritten Teil von Die Säulen der Erde da gehört, weil es mir einfach zu viel wurde, so langsam irgendwie. Aber es war sehr, sehr angenehm, der Story wieder zu folgen. Ich hatte meine Bedenken zu Anfang, weil ich dachte, okay, ist das jetzt wieder so ein Ding von, ich hatte mal Erfolg mit einer Reihe und jetzt schreibe ich halt einen Teil, der davor spielt, weil ich den alten Erfolg nochmal aufleben lassen will oder sowas und ich bin da nicht so ein Fan von. Aber der Autor konnte mich sehr gut überzeugen. Es war eine sehr, sehr schöne Rückkehr nach Kingsbridge und auch gar nicht in dem Sinne irgendwie platt oder sowas, sondern er hat wirklich nochmal alles gegeben und da ganz, ganz viel tolle Charaktere erschaffen und ganz tolles Worldbuilding gemacht. Mir fiel gerade was ein, was ich noch sagen wollte, und zwar war das, boah ey, mir ist so heiß, ich glaube, das wirkt sich ein bisschen darauf aus. Genau, es gibt nämlich einen Punkt, den würde ich ansprechen wollen, und zwar ist das die Geschwindigkeit, die Erzählgeschwindigkeit. Es ist natürlich keine umfangreiche Reihe, so wie bei Die Säulen der Erde. Wer die Bücher gelesen hat, der weiß, dass das solche Wälzer sind. Und dieser Band ist zwar auch sehr dick, aber es ist eben nur ein Buch. Und in diesem Buch passieren sehr viele Dinge. Es ist ein großer Zeitraum, über den die Handlung vonstatten geht. Und wir haben mehrere Charaktere, aus deren Sicht geschrieben ist. Entsprechend schnell ist es dann manchmal. Es gibt mehrere Zeitsprünge von über 2 Jahren oder manchmal sogar noch mehr, die auch fließend in der Story eingebaut sind. Und dadurch wirkte es manchmal in meinen Augen ein bisschen schnell. Ich muss aber auch sagen, ich hätte jetzt nicht unbedingt nochmal so eine sehr, doch sehr lange Lebensgeschichte von einer Figur miterleben wollen. Und so war es irgendwie kurz und kompakt. Es bietet einen guten Ausblick auf die Säulen der Erde für diejenigen, die es vielleicht noch nicht kennen. Und gleichzeitig ist es aber halt so detailreich erzählt, dass man nicht wirklich das Gefühl hat, zu wenig mitzubekommen. Also es ist irgendwie eine sehr, sehr gute Mischung. Und das wollte ich aber unbedingt nochmal erwähnt haben, weil ich fand, das ist mir beim Hören doch ab und zu mal aufgefallen, dass ich dachte, oh, das ging jetzt aber schnell irgendwie. Aber vielleicht lag es auch an der Hörgeschwindigkeit, ich weiß es nicht. Ich für meinen Teil empfehle das Buch wärmstens. Es ist wirklich eine schöne Rückkehr nach Kingsbridge. Es ist schon 2020, glaube ich, erschienen. Und damals dachte ich schon so, lohnt sich das? Ja, es lohnt sich definitiv. Wer die Säulen der Erde schon kennt, auf jeden Fall. Wer die nicht kennt, sollte hier auch mal reinlesen und vielleicht dann das als Anfang der Reihe nutzen. Und dann kommt man so ein bisschen nämlich rein in den Erzählstil von Ken Follett. Ich finde, der ist nämlich sehr besonders. Und obwohl es so detailreich und teilweise lang ist und obwohl es eigentlich immer nur um die gleiche Person geht im ganzen Buch, also um dessen Leben, ist es super, super spannend, auch für Leute, die sonst nicht so Lust auf sowas haben. Probiert es einfach gerne mal aus. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Schreibt mal gerne in die Kommentare, ob ihr schon was von Ken Follett gelesen habt. Ansonsten wünsche ich euch wie immer ganz viel Spaß beim Lesen und einen wunderschönen Tag.